Wenn wir davon sprechen, dass die Bundesrepublik eine parlamentarische Demokratie mit korporatistischen Elementen ist, das bedeutet, dass viele Akteure am politischen Prozess teilnehmen, dann bliebe die Frage zu klären, welche Akteure neben den politischen Parteien am politischen Prozess teilnehmen. Der große deutsche Soziologe Max Weber hat bereits 1910 gesagt, der Deutsche ist ein Vereinsmensch. Vereinstümelei spielt in Deutschland eine sehr große Rolle, insbesondere nach der Reichsgründung 1871 gab es einen rapiden Anstieg der Vereinszugehörigkeit. Man sieht das an den Gründungsdaten deutscher Fußballvereine, die alle so zwischen 1871 und dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 gegründet wurden. Heute gibt es auf Bundesebene ca. 5.000 Interessenverbände, auf Landesebene ca. 20.000. Es gibt Wirtschaftsverbände, es gibt Arbeitnehmerverbände, es gibt Nichtregierungsorganisationen wie beispielsweise den Bund für Umwelt und Naturschutz, Verbraucherorganisationen, Gebietskörperschaften wie den Deutschen Städtetag. Es gibt darüber hinaus unheimlich viele Vereine, die für Partikularinteressen tätig sind. Der Politikwissenschaftler Louis Edinger spricht von den großen Vieren, also Wirtschaftsverbänden wie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, den Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, Gewerkschaften, wobei da natürlich zu sagen ist, dass der Organisationsgrad hier extrem geschrumpft ist in den letzten Jahrzehnten. Kirchen nehmen einen großen Einfluss auf die praktische Politik. Bauernverbände, der Deutsche Bauernverband, insbesondere sichtbar im Lobbyismus, was die CDU, CSU und die FDP betrifft. Einige Politikwissenschaftler sprechen aber davon, dass der BDI eigentlich die effektivste deutsche Lobbyarbeit betreibt. Es gibt darüber hinaus sehr viele spezialisierte Verbände. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu sehen, dass bis zu 60% aller Bundestagsabgeordneten Lobbyarbeit darüber betreiben, dass sie eben direkt Mitglied in bestimmten Verbänden sind. Das Ganze zeigt, dass die korporatistische Struktur der Bundesrepublik sehr ausgeprägt ist. Einige würden sagen, es ist ein sehr starker Pluralismus in der Bundesrepublik, der eben vor allem durch Verbände geprägt wird.